Und zurück zu einer neuen Folge God of War, Leute. So, in der letzten Folge haben wir die Hauptmission erfolgreich abgeschlossen und jetzt bleiben uns halt noch die ganzen optionalen Ziele, was wir erledigen können. Eins davon ist Niflheim und da wollen wir doch jetzt mal reingehen. Eins, was ich überhaupt noch nicht weiß, ist, wie wir nach Vanaheim kommen. Vanaheim ist immer noch komplett gesperrt. Vielleicht müssen wir über die anderen Welten irgendwie den Weltenstein also finden oder Zwergenaufgaben erledigen, damit wir diesen Weltenstein bekommen. Sollte ich aber sagen, schauen wir mal nach Niflheim, ja? Niflheim rein. So. In der Welt waren wir noch gar nicht. Die Welt des Nebels. So, was haben uns die Zwerge zu sagen? Haben die irgendwelche Aufgaben für uns? Nein, die haben wieder mal nichts. Okay. So, weil ich denke, wir brauchen schon noch für... Ach, Niflheim. Was jemand wohl hierher verschlagen könnte, aber... Riecht ja schlimm. Wir werden bestimmt noch für die Walküren, einen habe ich ja schon erledigt, bestimmt bessere Rüstung brauchen wir. Die sind ziemlich, ziemlich stark. Okay, die, was ich gemacht habe, ging eigentlich. Aber es gibt... Boah, was ist denn das? Was ist das? Dieser Nebel ist verflucht. Verflucht? Ganz recht. Wenn man ihn zu lange einatmet, ist er tödlich. Ein Grund mehr, Niflheim zu lieben. Okay. Da habe ich aber schon was bei... im Brocksladen gesehen, dass man da Rüstung kaufen kann. Ja, die halt den Nebel länger standhält. Wenn euch die Folge gefällt, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Nebelechos, genau die habe ich gemeint. Junge, hierher. Mal sehen. Wir können auch mal gerne kurz schauen, Leute, wie es dann hier mit den Trophies aussieht. 48%, okay, bleibt uns einiges zu tun. Ich bin gespannt, ob das mit den Raben auch hier ist. Das sind alles versteckte Trophäen. Gefahr von oben. Befreien Sie alle Drachen. Da brauchen wir noch einen Drachen. Museum vielleicht. Sammeln Sie alle Artefakte. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch brauchen. Na, töten sie alle Raben Odins. Oh. Wenig verbessern Leviathan Axt vollständig. Okay, ihr seht schon, Leute, ich habe da noch einiges zu tun hier. Ich weiß nur nicht, ob ich alles aufnehmen werde, weil das ist, glaube ich, langwierig. Wir schauen natürlich gleich. Niflheim haben wir noch gar nichts freigeschaltet. Ich wollte schauen, ob es hier irgendwelche Raben oder sowas gibt. Wenn ich einen habe, wird es mir natürlich angezeigt, wie viel ich noch brauche insgesamt. Ah, die Raben sind schon nervig. Gut, dann würde ich sagen, tun wir mal die Kiste looten hier. Müssen wir schnell rein und schnell raus. Okay, in der Animation bleibt es anscheinend stehen. Wir gehen trotzdem mal wieder raus. Okay, da höre ich schon ein Zwerg. Wie nett, euch okay, hier und die zu hat auch eine Quest für uns. Nehmen wir doch gleich mal an. Dich habe ich nicht erwartet, Sindri. Der Nebel ist widerlich. Glaubst du, verfluchter Nebel macht mir was aus? Stimmt, tut er. Ich tüftle an einer Rüstung, die die Wirkung abschwächt. Das Material dafür ist hier in Ivaldis Werkstatt, aber es ist natürlich von diesem ekelerregenden Nebel bedeckt. Gleich kommt's. Es heißt, so eine Rüstung befände sich in der Hauptkammer der Werkstatt. Der Eingang ist versiegelt, aber mit genügend Nebelechos kann ich euch einen Zugangsstein machen. Mach mal. Sag ich doch. 500 Nebelechos beschaffen. Alter. Haltet euch aber nicht zu lange in dem Nebel auf. Der Gestank setzt sich in Haaren, Waffen, Rüstungen fest. Ich fasse nichts an, dass ihr nicht im Feuer Muspelheims von... Und wo sehe ich jetzt denn, wie viele Nebelechos ich schon habe? Beute. Hier sehe ich gar nichts.
müsste doch hier. Ich habe ja schon vorher ein paar gefarmt. Allen Tierchen befreit habt. Tödlich ist er auch. Hier wird es natürlich hardcore werden mit den Gegnern. Valis Werkstatt. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebelechos für prachtvolle Rüstung. Die Gegner fallen und Schätze werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. Ah. Fliehen Sie mit was Sie können, sonst werden Sie zum neuen Opfer der Werkstatt. Okay. Das alles ordnet sich jedes Mal wieder neu. Unglaublich. Atreus, konzentriere dich. Hier können wir farmen gehen. Die Kreativität der Zwerge. Beeindruckend und gefährlich. Ich muss schauen, was ich wieder rauskomme. Da ist die Hauptkammer. Ich weiß nicht, wie weit ich hier noch reingehen kann. Gibt es hier nicht irgendwas, wo ich... Okay, ich glaube, ich mache bloß das erste Gebiet, farm das Zeug und gehe wieder zurück, dass ich eine bessere Rüstung bekomme, dass ich länger drinbleiben kann. Ich weiß ja eben nicht, wann wieder so ein nebelfreies Gebiet dann kommt. Das erste ging jetzt eigentlich noch. Aber umso weiter man reingeht, umso mehr Zeit braucht man halt eben auch wieder rauszukommen. Ja, war mir klar. Okay, dann würde ich sagen, nochmal rein da und das erste Ding freimachen. Yeah!
Okay, ich würde sagen, und zurück. Das ist eigentlich auch bloß wieder arenamäßig. In der Werkstatt dürftet ihr genügend Nebelechos finden. Am Leben zu bleiben. Wie haben wir denn jetzt Nebelechos? Ach, die Nebelechos bleiben uns. Niflheim-Legierung. Okay, die bleiben uns. Was ist denn das hier überhaupt? Gibt's aber auch nichts, wo man... Ja, das bringt mir jetzt gar nichts. Alle Linde um. Yeah. Schauen wir doch mal, ob wir nicht gleich durchlaufen könnten in die zweite Kammer.
da gekommen. Kiste. So, jetzt habe ich ja eigentlich genug Nebelechos, damit ich hier so einen komischen Schlüssel bauen kann, oder? Schauen wir mal, was er sagt. Oh, ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend. Sindri! Wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Ich weil dies rostige Rüstung. Wo krieg ich denn die her? Ich krieg mal schon gutes Zeug. Noch was? Ich überlege. Sehr schön. Zum Geschäft. Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, Niflheim Zugangsstein. Ah.
Meinetwegen musst du noch nicht gehen. So, das heißt, wir können ihn jetzt eigentlich da reinsetzen. Nachdem wir die da umgelegt haben. Du wirst schnell schwächer. Jetzt setzen wir erstmal das Ding hier ein. Hier oben ist der Nebel dünner. Wie schön. Ist das die Rüstung? Ziemlich runtergekommen. Kannst du sie tragen? Nein, sie ist zu klein und zu alt. Wir bringen sie dem Zwerg. Sehr schön. Auf dem Kissen, ey. Was ist denn los, ey? Wir nehmen alles mit, looten, Leute. Wieder mal nicht ran. Warum nicht? 7500 Nebelechos brauchen wir da. Ah, alles klar, verstehe. Nebelanker. Alles zu. Sie werden die Rüstungsteile, wenn die Rüstungsteile sind, die wir für unsere Rüstung brauchen, denke ich mir. Nivelhelmlegierung, sehr schön. Was muss ich hier machen? Alles zu. Alles verschlossen. Nivelecho
Plus Hacksilber. Okay, das heißt, wir können hier wieder raus. Und müssen noch ein bisschen farmen gehen. Und du jetzt dann hinterher. Zap, zap, ab. Down. Dort ist noch eine Kiste. Zu sein. Schauen wir doch mal, ob wir uns schon ein Rüstungsteil herstellen können. Du wirst schnell schwächer. Ich glaube, da werden uns die Echos noch nicht reichen. Und ja, schon wieder eine Quest. Ist sie das wirklich? Nutzlose Rüstung? Nutzlos? Oh, du Ungläubiger. Vivaldi selbst hat diese Rüstung getragen. Klar, neu ist sie nicht mehr. Aber ich kann sie mit mehr Echos reparieren. Und sie hilft gegen Ivaldis Fluch. Wenn es in dieser Werkstatt nichts von Wert gibt, hat es wenig Sinn, hier zu bleiben. Ihr habt die Truhen in der Hauptkammer gesehen, oder? Und all das Zeug ganz hinten in der Werkstatt. Und die drei Weltenrisse. Natürlich, aber seid damit lieber vorsichtig. Warum? Das sind tatsächlich Risse im Gefüge der Wirklichkeit. Willst du die Hand da durchstecken? Nur zu. Okay, hier fällt Schutz. Was kann ich für euch beide tun? Okay, wir brauchen Nibel-Echos. Ich würde gerne diese Rüstung haben wollen. Tja, kauf nichts, was du nicht brauchst. Ich sage, gehen wir doch nochmal rein. Das war nicht so große Ausbeute. Die war nicht groß. Ah.
Sehr schön. Läuft doch. Läuft. Dann müssen wir uns aber hier hinten um. Ein paar. Dann schauen wir noch mal. Jetzt müssten wir eigentlich einen Teil herstellen können. Allerdings schon mal ein Rüstungsteil. Wir werden wahrscheinlich noch einiges brauchen, damit wir die auch aufwerten können. Im Ernst, seid vorsichtig mit den Weltenrissen. So, Brustrüstung, Totschleierrüstung. Ne, die wollten wir nicht. Wir wollten des verfluchten Nebels. Zauberplätze 3. Verbessern. Brustrüstung. Können wir natürlich nicht. Dunstgewebe. Wo finden wir denn das? Schwellende Glut finden wir in der anderen Ding. Okay. Aber wir können. Gute Reise, ihr zwei. Wo sollen wir anfangen? 1000. So, mit der müssten wir jetzt aber schon länger. Also meinetwegen muss niemand was. Müssten wir jetzt eigentlich schon länger in den Nebel bleiben können? Okay, dann gehen wir gleich in die nächste Kammer. Schade. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen einen Cut an der Stelle und ich werde noch ein bisschen Farm gehen und wir werden vielleicht mal in der nächsten Folge schauen, ob wir vielleicht mal so eine Valkyrie wegballern können. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.
Thank you.